Er ist seit ja jetzt einem Jahr mit in der spirituellen Leitung hier am Benediktushof und er ist für den Bereich der Kontemplation zuständig quasi und vertritt sie in der spirituellen Leitung und auch in der Stiftung. Sind ja die beiden Säulen des Hauses Zen und Kontemplation vertreten in den beiden Linien. Er gehört auch zum Vorstand der Kontemplationslinie Wolke des Nichtwissens. Und Fernand, du sprichst jetzt zu uns über die Kontemplation, einen Weg der Hingabe und Verbundenheit. Bitte schön. Herzlichen Dank. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist, da Worte zu finden. Zuerst mal die Grußworte von dir und dann vor allem die Musik, die wir eben gehört haben. Kabir, ein Mystiker, sagte über die Flöte des Unendlichen, ja, die ohne Unterlass gespielt wird. Und ihr Ton ist Wahrheit, ihr Duft ist Liebe. Und wie will man so etwas in Worte kleiden? Wie will man das einfangen? Ein Meister wurde gefragt, was ist der Weg? Er nimmt die Flöte, spielt einen Ton, verneigt sich, und geht. Das ist der Weg. Und gestern haben die, ja, man kann schon sagen, die Brüder aus China darauf hingewiesen, am Anfang des Weges sitzt Buddha auf dem Gaya-Berg, hält eine Blume hin, spricht kein Wort. Er hält nur eine Blume hin und einer hat es verstanden. Der Weg ist eigentlich ein Vollzug des Nichtwissens. Wir beziehen uns nicht auf irgendeine Lehre. Im Gegenteil, nur eine Blume am Anfang. Und die Frage ist natürlich, wie können wir diesen Duft dieser Blume über die Jahrtausende hinweg, wie kann sich dieser Duft verbreiten? Was steht am Anfang der christlichen Tradition? Das ist auch jetzt gerade angeklungen. Jesus war da vielleicht ein bisschen gesprächiger gewesen. Er erteilt das Brot. Er teilt das Brot und sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und wenn ihr das tut, erinnert euch, erinnert euch. Also am Anfang steht keine Lehre, das Beispiel, die Blume, das Brot. Was ist die Botschaft, was will damit ausgedrückt werden? Ich sagte eben, wir haben keine Lehre. Es gilt, es auszuhalten, auch heute noch in einer Zeit vieler Worte, ja, es auszuhalten, dass wir dieses Nichtwissen, ja, was ja nicht Unwissenheit bedeutet, ja, sondern ein Nichtwissen, ja, uns immer wieder frei zu machen. Und uns immer wieder frei zu machen auf das hin, was mit Worten nicht ausgedrückt werden kann. Ich will es trotzdem versuchen, also ich will jetzt keine Definition geben, sondern ich will einfach versuchen, mich dem zu nähern. Ja. Und zwar als eben Vertreter der Kontemplation einer christlichen Tradition. Und auf meinem Weg begeistert mich immer wieder neu Eckhart. Ich glaube, das ist ein Mystiker, der wirklich zu vergleichen ist, auch mit den großen Patriarchen
im Buddhismus. In der Schöpfungslehre sagt Meister Eckhart, in jedem Ding, was immer das ist, spricht Gott uns an. Und er meint jetzt nicht Gott als ein Jenseitiges, als vielmehr, wir werden angesprochen, werden zutiefst berührt, in jedem Ding. Er schreibt, der himmlische Vater spricht dieses Wort. Und er spricht es ewiglich. Ein Wort, das von jeher erklingt und nie verklingen wird. Und in diesem Wort verzehrt er all seine Macht. Das heißt, was auch immer das ist, diese Blume oder dieses Brot, ja, spricht er all seine Macht aus. Und dass in dieser Blume und diesem Brot, ja, die ganze Schöpfung anwesend ist. Für Eckhart ist Gott ein Gott der Gegenwärtigkeit, wie er sagt. Ja. Nicht alle Dinge, die jetzt sind, sondern die Dinge, die waren und die kommen werden, das, was ist, ist immer jetzt. Es gibt nur dieses absolute Jetzt. Und was auch jetzt ist, in diesem Augenblick, in dieser Blume, in diesem Brot, spricht sich das Göttliche ganz und gar aus. Und er schreibt weiter, dieses Wort, das da drin liegt, liegt tief in deiner Seele verborgen. Denn die Schöpfung ist etwas, was nicht getrennt von mir ist, als vielmehr Schöpfung geschieht in der Tiefe deiner Seele. Je mehr du wirst, umso mehr ereignet sich Schöpfung in dir. Und das geschieht in der Tiefe deiner Seele, so dass man es nicht weiß noch hört, dafern ihm nicht in der Tiefe Gehör verschafft wird. Für Eckhart war es so gewesen, es ist das Hören, nicht das Schauen. Es ist das Hören, was den Menschen in die Tiefe seiner Seele führt. Und es ist das Hören, was in der Tiefe des Menschen Raum schafft. Raum schafft, wo immer wieder Neuschöpfung stattfinden kann. Nicht das Hören auf etwas Bestimmtes, als vielmehr das Hören, das Wahrnehmen dieser Stille, das Wahrnehmen dieses Seinsgrundes, das sich in allem zeigt, das mich anspricht, mir in allem entgegenkommt. Und Williges in seinem Bekenntnis schreibt ja, und wer in diese Erfahrung kommt, erfährt sich als Einheit, Verbundenheit und Liebe. Es ist dieses Wort, das mir nicht nur in der Schöpfung, sondern gerade auch im Menschen entgegenkommt. Und ich denke, da können wir gerade so im christlichen Kontext uns wiederfinden. Denn meine wahre Natur, die wahre Wesensnatur ist reines Mitgefühl, ist die Erfahrung dieser Liebe, die mich mit allem verbindet. Gerade dort, wo ich bereit bin, alle Vorstellungen, alle Meinungen, alle Bilder zurückzulassen. Wenn wir den Menschen begegnet, können wir beobachten, wie schnell haben wir eine Meinung von dem anderen, ja, und gewertet. Ja. Und im Grunde ist das die größte Lieblosigkeit,
die wir begehen können. Diese Bilder, die wir von uns haben oder auch die Bilder, die wir uns von den anderen machen. Und eigentlich nur die Liebe hält es aus, dass ich den anderen nicht bildhaft festhalten kann. Dass ich mich und den anderen immer wieder neu freigeben muss. Nur die Liebe hält es aus. Unsere wahre Wesensnatur ist reines Mitgefühl. Mitgefühl ist ein Wort, das kommt aus dem Buddhismus. Ein Äquivalent im christlichen Kontext wäre die Barmherzigkeit. Aber hören wir dieses Wort Barmherzigkeit, haben wir sofort die Assoziation, das Erbarmen, ein höheres Wesen, das sich unser erbarmt. Das lateinische Wort für Barmherzigkeit ist Misericordia. Ja, das Cor, das Herz und Mitre. Das heißt, die Dinge, mich und die anderen zutiefst in mein Herz hineinzunehmen. In meine eigene Mitte. Eben nicht zu bewerten. Ja, nicht zu bemessen. Als richtig, als falsch, als gut, als schlecht. Während dieser Erfahrung, und ich glaube, das ist die Voraussetzung, das ist das auch, was Williges in einer sehr authentischen Weise, dass er diese beiden Traditionen in sich verkörpert, wirklich verkörpert. Wir haben eben gehört, dieser Herzgeist, diese Weite, diese Offenheit. Und gerade und vor allem in der Begegnung mit den Menschen. Ich kann mich erinnern, ganz zu Anfang meines Weges, schon lange her, habe viel von Williges gehört, noch nicht kennengelernt. Und dann der erste Satz im ersten Gespräch mit ihm, fragt er, warum bist du hier? Warum bist du hier? Er bemerkt meine Hilflosigkeit, lächelt und sagt, gut, ich gebe dir die Antwort. Ja. Du bist hier, um hier zu sein. Alles andere muss dich nicht belasten. Lass es zurück. Sei da. Du bist hier, um hier zu sein. Und ich bin jetzt ziemlich neu hier auf dem Benediktushof und ich frage mich manchmal, warum bin ich denn hier? Warum bin gerade ich hier? Ja. Ja. Und dann klingen diese Worte, du bist hier, um hier zu sein. Ja. Und der Weg, ob es jetzt der Weg des Zen oder der Kontemplation ist, ist ja der Weg, der führt immer zurück. Ins Hier und Jetzt. Und es geht schon gar nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, sondern, auch da möchte ich wieder Williges zitieren, ja. Der beste Führer ist derjenige, der am besten folgen kann. Ja. Jemand, der nichts in der Hand hat. Jemand, der nicht weiß. Und nicht will. Ja. Welch eine Karriere. Ja. Ja. Mehr möchte ich jetzt nicht zur Kontemplation sagen. Gestern habe ich die Gundula Meier gehört und ich möchte einfach ihre Worte nochmals wiederholen, die Worte von Rose Ausländer. Das noch möchte ich in Klammern setzen, noch bist du da. Ja, die Nelke, sie blüht, der Vogel singt. Noch bist du da. Liebe zu verschenken, Worte zu verschenken, noch bist du da und sei, was du bist. Und gib, was du hast. Dankeschön.